bin heute da, um gegen eine weitere Neoliberalisierung der Universität und der Hochschulen zu protestieren. Ich würde mir erhoffen, dass wir nicht nur gegen eine noch weitergehende Neoliberalisierung sind und eine noch weitere Zweckkopplung der Hochschulen und der Bildung an die Wirtschaft, sondern noch weitergehen und dafür sorgen, dass die Hochschulen ein Ort werden, wo sich Kritik an Gesellschaft, an Kapitalismus und an anderen unterdrückenden, herrschenden Strukturen sind. Da war mein Fach von dieser Reform eigentlich vom Aussterben, so gesagt, bedroht ist. Und ich finde, dass man keine Wissenschaft auf einen finanziellen Aspekt reduzieren kann. Mindestzeichen ist sozusagen, auch in diesem kleinen Kreis jetzt zusammenzukommen, sich zu mobilisieren gegen die Kackscheiße, die Hochschulreform. Und ja, es ist einfach gut. Das muss man sich vereinigen und Kräfte mobilisieren und trotz der aktuellen Lage zusammenkommen. Diese Reform steht aber nicht einfach so allein in der Luft, sondern ist ein Angriff. Ist ein Angriff auf uns Studierende, auf uns Beschäftigte. Aber das ist auch nicht nur jetzt auf einmal passiert, sondern ist Teil einer längeren Kette der Angriffe, der neoliberalen Angriffe auf das öffentliche Sektor. Was bedeutet diese Neoliberalisierung in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bildungssystem? Das bedeutet zum Beispiel, dass halt Lehrerinnen weniger verdienen. Das bedeutet, dass es auch einen Personalmangel nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in den Schulen gibt, in den Erziehungsstätten. Wieso macht man das alles nur, um profitabler zu werden? Was das für einen Zweck haben soll, glaube ich, versteht ja keiner von uns. Ich glaube, den großen Teil der Studierendenschaft. Was ist zum Beispiel mit den nicht wissenschaftlichen Beschäftigten? Das sind die Unsichtbaren an der Universität. Also die arbeiten ja weiterhin, die Sachen laufen weiterhin. Wir sind zu Hause eingesperrt, aber die Leute müssen weiterhin arbeiten. So. Das ist doch auch nicht normal. Und das sind diejenigen, die verstehen, was die Reform, die uns bevorsteht, schon jetzt bedeutet in der Praxis. Heute ist es schon so, dass diejenigen Beschäftigten, die nicht wissenschaftlich sind, unter dieser krassen Prekarisierung auf einer noch härteren Stufe zu leben haben. Also wenn wir uns heute gegen diese Reform aussprechen, dann tun wir es aber auch aus zwei Gründen. Einerseits, weil dieses ökonomische System irrational ist. Andererseits, weil wir als Studierende und Jugendliche heute das Gefühl einer krassen Ohnmacht haben. Wir sind alle individualisiert zu Hause. Wir sind alleine. Wir denken, wir sitzen vorm scheiß Zoom-Dings und denken den ganzen Tag, ich stehe auf, schalte mich ein und gehe dann wieder schlafen. Das ist unser Alltagsleben. Was ist das? So, niemand von uns versteht es. Und darüber sprechen wir ja nicht mal. Wir haben nicht mal die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Was ist die psychische Lage, in der wir uns befinden? Also ich spreche mit meinen Kommilitoninnen, die sagen alle, dass die psychische Lage von ihnen für ein Arsch ist. So, und darüber spricht keiner. Es wird uns die ganze Zeit gesagt, ja, wir müssen hier das zu machen, aber über die Studierenden und die Uni spricht niemand. Aber was passiert? Die Herrschaften da drin wollen eine scheiße Reform durchsetzen, damit man in der Uni mehr Geld macht. Was ist das? Deswegen muss dieser Kampf weitergehen. So, heute wird es natürlich nicht stoppen. Natürlich müssen wir ein ganz großes Ziel auf die Straße gehen, aber dafür müssen wir uns organisieren. Dafür brauchen wir die Versammlungen, die wir nicht in Präsenz machen können, müssen wir in Online-Format machen. Wenn man uns sagt, ja, die Uni funktioniert über Zoom, ja, dann müssen wir sagen, okay, wir organisieren auch uns über Zoom. Also wir sind hier eigentlich nicht alleine, wir sind nicht die Einzigen, die gegen diese Reform sind. Es gibt eine viel größere Masse, auch an Dozierenden, die gegen diese Reform ist. Und an sie müssen wir uns richten, das DGB, das Deutsche Gewerkschaftenbund, welches dafür zuständig ist, die Interessensvertretung der Beschäftigten in diesem Land zu sein, hat ein Statement abgelassen, in dem sie die Ablehnung der Reform proklamiert. Aber auf diese Worte müssen natürlich Taten folgen. So, das ist doch klar. Die Gewerkschaften müssen dazu aufrufen, dass gestreikt wird. In diesem Fall aber auch gegen diese Kackreform. Das kann nicht sein. Es ist eine Lüge, dass es politische Streiks in Deutschland nicht erlaubt sind. Wir müssen dieses Mittel ergreifen. Wir müssen versuchen, diese Gewerkschaften unter Druck zu stellen, damit wir tatsächlich Mittel haben, um gegen diese Reform zu kämpfen. Also, sage ich noch zuletzt. Nieder mit der Hochschulreform. Wir brauchen Online-Versammlungen, uns dagegen zu organisieren und mit der Perspektive, mit der Streik ist, gegen diese Drecksreform kämpfen. Danke.